Okay, dann sind wir jetzt ready, um abzuhauen, meine Freunde. Alter, so macht Kämpfen Spaß. So können wir auch nochmal in den Pegasus Cup gehen, um zu leveln oder um in den Herc Cup. Aber der wird noch eine ganze Weile nicht da sein. So. In welche Welt sollen wir jetzt, Freunde? Links oder rechts? Warte mal, die hat 7 Sterne. Die hat 6. Eigentlich müssen wir in die. Eigentlich müssten wir dahin. Oh ja. Komplette MP-Leiste für Vita. Für Vita schon mies. Wir gehen direkt weiter. Sefi merkt einfach gerade, wie viel mehr Tiefe dieses Spiel mit sich bringt auf höherer Stufe. Ja, das ist wirklich so. Das ist tatsächlich so. Also wenn man Kingdom Hearts mit einer höheren Schwierigkeitsstufe spielt, dann hat man so viel mehr Aspekte am Spiel, die man genießen kann. Allein das hier. Allein das. Guck mal, wie schnell ich jetzt bin, Alter. Krass. Wie viele Kanonen ich habe. Piu, 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 piu. Ne, und auch Laser. Und da macht man den Dingens hier. Ich find's lustig, wie da einfach so ein Finger vorne ist. So zwei Finger. So zwei Finger ins Auge. So. Hui. Oh, ich habe meine Laser aufgebraucht. Tschüss. Oh, damn, meine Freunde. Jetzt wird's witzig. Ganz schön gespenstisch hier. Die Leute hier sehen bestimmt auch gespenstisch aus. Keine Angst, wir sehen ja genauso gespenstisch aus. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir sie ebenfalls. Meinst du? Meine Freunde, wir sind in meiner persönlichen Lieblingswelt aus Kingdom Hearts 1. Zumindest war es das immer. Mittlerweile habe ich da auch ein paar andere Favoriten, aber Halloween Town ist definitiv eine der besten Welten, die Kingdom Hearts 1 zu bieten hat. Oh, das ist so eine coole Welt. Allein deswegen, weil man ebenfalls wieder die Form wechselt, right? Bei Ariel hatten wir ja auch eine andere Form. Sora war ein Hai oder ein Delfin oder was auch immer. Donald war eine Krake und Goofy war eine Schildkröte. Hier sind wir auch wieder verkleidet. Wir spielen wieder im Cosplay, meine Freunde. Wir sind so eine Art Vampir mit Pumpkin auf dem Kopf. Der Dude ist Frankenstein und was Donald ist, keine Ahnung. Eine laufende WC-Rolle, eine Toilettenrolle, Klopapier, ich weiß nicht. Vielleicht auch eine Mumie. Aber die Welt hat nicht nur ein richtig nice Schlüsselschwert, auch einen sehr coolen Gegner und den coolsten Protagonisten allen. Oh, und die kennen wir ja bereits. Warum können wir die Herzlosen nicht angreifen? Warum greifen sie uns nicht an?
Und meine Freunde, nur für die Info, weil es gerade jemand noch in den Chat schreibt. Vor 50 Minuten ist dieses Spiel 20 Jahre alt geworden. Und nun darf ich vorstellen, der Meister des Horrors, der König der Albträume, Jack Skellington. Geister werden dieses Jahr der große Renner zu Halloween. Danke, danke. Man muss aber noch an ihren Bewegungen arbeiten. Sie sind nicht gruselig genug. In Angst und Schrecken will ich die Leute versetzen. Ich frage mal den Doktor. Und ich kümmere mich um die Dekoration. Jawohl, meine Freunde. Oh, ich liebe diese Welt. Ich liebe die Musik. Ich liebe den Film. Und ich liebe alle Charaktere hier drin. So. Das, meine Freunde, ist der Fallbeilplatz. Warum er so heißt, werdet ihr wahrscheinlich noch rausfinden. Okay, lass uns mal ins Labor gehen. Zwar hier. Ich versteh's nicht. Vielleicht wurde bei der Explosion das Steuerungssystem beschädigt. Unsinn. Meine Apparate sind immer perfekt. Oh, jetzt fällt's mir ein. Aber natürlich, die Herzlosen brauchen ein Herz. Doktor, meinen Sie, wir können in dieses Gerät noch ein Herz einbauen? Sicher, ein Herz ist nicht so kompliziert. Auf die Arbeit. Zum Bau eines Herzens nehme man zuerst ein Kästchen mit einem Schloss. Erst brauchen wir den Schlüssel für dieses Ding. Willst du es wirklich öffnen? Wieso nicht? Wenn sie Erfolg haben, brauchen wir nicht mehr gegen die Herzlosen zu kämpfen. Außerdem möchte ich auch mit Herzlosen tanzen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Oh, erstaunlich. Und du bist... Sora. Gut gemacht, Sora. Du musst dieses Jahr unbedingt bei Halloween mitmachen. Was macht dieser Herzlose hier? Oh, die Herzlosen kamen erst neulich zu uns in die Stadt. Ich krieg sie aber nicht dazu, mit mir zu tanzen. Deshalb versuchen der Doktor und ich gerade, ihr Steuerungssystem zu verbessern. Er ist ein echtes Genie. Also, Doktor, lassen Sie uns fortfahren. Die Zutaten für ein Herz, Puls, Gefühle. Horror? Furcht. Hoffnung und Verzweiflung. Dann alles gut vermischen und schon haben wir ein Herz. Vielleicht fehlen uns Zutaten. Geben wir ein bisschen Erinnerung dazu. Sally? Sally! Sie ist zu nichts Nutze. Ich frage mich, wozu ich sie erschaffen habe. Wir können Sallys Erinnerung benutzen. Sieh zu, ob du sie auftreiben kannst. Kein Problem. Sora, möchtest du mitkommen?
Klar. Ja. Jack nehmen wir ins Team. Denn er ist nicht nur sehr stark, er ist auch sehr cool. Ich glaube, wir lassen diesmal Donald zu Hause. Goofy meine ich. Denn in der letzten Welt haben wir, glaube ich, in Akaba haben wir Donald auch zu Hause gelassen, ne? Ja. Oh. Okay. Jack! Jack! Wir haben eine große Krise! Die Herzlosen sind völlig außer Kontrolle! Wir können sie nicht stoppen! Wer weiß, was unser Experiment ausgelöst hat. Alles wird gut, Bürgermeister. Machen Sie sich keine Sorgen. Mal sehen, was unser Experiment ausgelöst hat, Freunde. Ich glaube nichts Gutes. Okay. So. Gehen wir mal zum Fall bei Platz und Überraschung. Die bösen Viecher sind ausgebüxt. So, Jack hat extrem starke Magie. Alter, und das sind halt wieder Schattenlurche, die einfach zwei Kombos brauchen, ne? Oh, Luna-Stein haben wir gerade bekommen. Damit meine ich nicht das Pokémon. So, wir müssen gleich mal Jack ein bisschen ausrüsten. So, Jack hat Skeletthände. Und er hat eine Proteskette und einen Feuerring. Oh, shit. Wir haben alles andere verkauft, ne? Ich kann ihm gar nichts Besseres mehr geben. Lul, das ist ja ein großer Fail. Okay, Jack soll den normalen Angriff sehr oft machen. Spezialtechnik normal, LP und MP-Item in der Not. So habe ich das gern, so mag ich das. Dann werden alle Zombies nass. So, wir müssen hier noch zweimal klingeln. Oh Gott. Was machst du denn hier, Bro? Du lebst gar nicht hier. Geh mal weg, du Stück Dreck. Ein Elixier. So, Abilities. Skeleton, Feuertaufe, Blizzard, Elektroktion, Osteogravit, Esprit, Jackpot, Schamane und Charmeur. Wow, er hat sogar zweimal Charmeur. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Charmeur, aber Goofy und ich haben schon Charmeur. Oder Donald und ich haben schon Charmeur, von daher scheiß drauf. Okay. Also. Meine Freunde, wir sind in Halloween Town und wir suchen Sally. Sally soll uns ihre Erinnerung geben. Aber zuerst gehen wir kurz zurück vor dem Platztor, um ganz kurz mal zu saven. Und ich glaube, Sally hält sich auf dem Friedhof auf. Und der Friedhof dürfte hier hinten sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ort des Sarges. Vielleicht ist sie hier. Aber wir müssen uns zuerst um die Herzlosen kümmern. Ja.
Komm, Freunde, auf geht's! Ja, ho! Hier! Komm schon! Donnerschlag! So. Zero, hast du Sally irgendwo gesehen? Nein, alles wunderbar. Das wird das schönste Halloween, das wir je hatten. Uns fehlt nur noch deine Erinnerung. Erinnerung? Du meinst das hier? Vergiss mal nicht. Ich habe kein gutes Gefühl, Jack. Warum probiert ihr es nicht mit was anderem? Ihr habt noch Zeit. Nichts kann meinen Plan für dieses Jahr übertrumpfen. Sobald die Herzlosen ein Herz haben, werden sie so tanzen, wie ich es mir vorstelle. Glaub mir, du wirst begeistert sein. Trust me, Bro. Ist doch voll die gute Idee, die Jack hat. Warum bist du so spießig? Wir wollen alle tanzen. So. Das ist Jacks Hund? War Jacks Hund? Ist halt tot, ne? Furcht! Schrecken! Habt ihr das gehört? Ja, na klar, ein Herz. Und was machen wir jetzt? Wie kann man so blöd sein? Liegt das nicht auf der Hand? Wir sagen es Oogie Boogie. So. Donald Level Up. Sehr schön. Ein bisschen mehr Leben für den Dude. Und jetzt ab ins Labor. Pyro, by the way, willkommen zurück. Schön, dich zu sehen, Mann. Ihren Kurs geht raus an Pyro. So. Es fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Ein Herz? Jack, diese Hohlschädel mag tatsächlich ein Herz. Da bin ich aber platt. Das läuft doch gut für mich. Wenn ich es in die Hände kriege. Na schön, ich hab keine. Aber ich werde es mir schnappen und die Macht über die Herzlosen erlangen. Meine Damen und Herren, ich stelle vor, Oogie Boogie, der Bösewicht von Halloween Town. So, Ach, krass, wie viel der Tank, ne? Maximum LP erhöht. Okay. Der Bürgermeister ist wo? Das ist die Frage, ne? Wo ist denn der Bürgermeister von Halloween Town? Der Bürgermeister weiß wo. Ich glaube auch, der Bürgermeister ist auf dem Friedhof. Aber er ist weiter drin. Come on.
Bambi, du gehörst hier definitiv nicht hin. Das ist viel zu gruselig für dich, aber... Gib mir Magi. Gib mir Mana. Let's go, Bro. Dankeschön für all die Mana. Danke für den MP-Spam. So. Ab ins Grab. Da ist er. Dieser kleine dumme Typ. Bei den Grabsteinen erscheinen Geister. Untersucht die Grabsteine in Reihenfolge, wenn die Geister erscheinen. Wenn ihr euch irrt, erlebt ihr eine Überraschung. Wenn ihr euch irrt oder wenn ihr euch nicht irrt? Ich glaube, wenn ihr euch nicht irrt. Warte, was? Einmal. Zweimal. Fuck. Es war der links. Okay, ganz rechts. Ganz links. Und wo? Zwei davon rechts. Links. Also dritter von links. Hervorragend. Schaut nun in den Kürbis. Überraschung erhalten. Badabamba. Okay. Fallbeilplatz. So, dann haben wir jetzt beides, die Erinnerung und die Überraschung. Mal sehen, ob er noch was braucht. Ja, das ist es. So, jetzt. Diesmal klappt es sicher. Diese kleine Halunken haben meine Arbeit gestohlen. Tja. Dann hinterher. Wir haben sie verloren. Zero, ihnen nach, schnell! In den Friedhof? Zum dritten Mal? Cool. Der ging raus für den Sprudler. So, probieren wir mal das Wunschgestirn ein bisschen aus, um ein Gefühl zu bekommen. Aber da müssten wir eigentlich das Ding noch wegmachen, ne? Den Betäubungsschlag. Ah ja, guck mal. So, Betäubungsschlag weg. Thank you.
Boost rein. Warum nicht? Ja, der letzte Schlag macht so dreimal so viel Damage wie normaler. So. Einmal klopfen. Dann geht's hier durch. Ja, also gerade bei Bossen, wo du viele Kombos machen musst, ist es natürlich nice, ne? Ich würde sagen, Maritim, oder wie das Ding heißt, ist besser für Allround, wenn man einfach um die Welten rennt. Aber das Ding ist wahrscheinlich besser bei Bossen, weil du weniger Kombos brauchst, um die zu killen. Moment, die Kürbisse, genau, die explodieren nämlich und dann wird das da aktiviert. So, jetzt ist aber die Frage. Wir haben halt wieder so viele zu entdecken und zu erkunden, ne? Theoretisch. Wie viele fucking Gegner gibt's hier? Ein paar, wie ich gerade feststelle. Aber wenigstens ein Luzidstein, das ist sehr gut. Also, irgendwo hier gab es so ein kleines Teil. Das konnte man kitzeln und dann ist das Pfiffeli da gerade geworden. Ja, so ein kleiner ist tatsächlich mit einer Combo kaputt, ne? Und das ist halt mit dem anderen nicht der Fall. Boah, es gibt so viele Abzweigungen und Dinge, die man hier gucken kann. Bro, wie ich nur noch verfehl. Ja, crazy, Alter. Dafür kann man halt ein bisschen besser zaubern. So. Auf geht's! Hier so! Donnerschlag!
Lehrgummi? So, wenn man hier reingeht, dann kommt man tatsächlich zum Fallbeilplatz zurück. Das ist quasi ein Schorre-Toccato. Die Frage ist... Shit, hier gibt's... Wow. Ah ja, danke. Boogie Boogie Scoot. So. Wo bringt es einem hin? Hä? Das bringt einen einfach zurück, oder wie? Lul? Okay. Und wo einen bringt er? Fest verschlossen, okay. Das bringt ein... Ah, das sind einfach immer Shortcuts, oder wie? Ah, ich verstehe. Oh je. Okay, da bin ich ja mal mega schön in die Falle getappt. Ich dachte, vielleicht gibt's das... vielleicht sind das irgendwie Secrets oder so. Vielleicht kommt man da irgendwo hin. Wo es, keine Ahnung, ein Item oder so gibt. Aber hell no. Okay. Warum auch immer man nicht einfach normal zurückgehen sollte, aber... Okay. Please spawn keine Mons jetzt. Das wäre mega ultra gar weg. Flare-Gummi. Noch ein besserer Antrieb als der Feuer-Gummi, oder wie? Okay. Gut, hier sind wieder Viecher, aber das ist okay. Hm, komme ich da hin? Ich glaube... Oh. Mit ein bisschen Schummlerei? Nein. Komm ich von hier da hoch? Ach, Jack. Halte mich, Jack. Das ist wieder so clunky shit. Das verstehe ich jetzt einfach nie. Okay, also scheinbar soll man hier nicht hinkommen. Alright, meine Freunde, willkommen zum Oogie Boogie Turm.